Wer das Gute schätzen können möchte, der muss erst das Schlechte gesehen haben. Und aus diesem Grund sitzen wir beide jetzt hier, um etwas Neues auszuprobieren. Wir wollen uns hier mal ein paar Trailer anschauen, die vielleicht so ein bisschen abseits der Norm sind. Ich merk schon, du willst mir einen gebrauchten Lutscher ans Hemd kleben, du Bratenbengel. Die nicht unbedingt die großen Blockbuster repräsentieren. Die vielleicht auch nicht unbedingt wirklich gutes Kino sind. Aber irgendjemand muss es ja schauen. Und deswegen sitzen jetzt meine liebreizende Frau und ich hier, um uns eine kleine Auswahl an Trailern anzuschauen, die unsere Redaktion gesammelt hat. Damit wir halt einfach mal gucken, was es noch so ja, Schlechtes oder Schlimmes oder vielleicht auch Kurioses und Gutes da draußen gibt. Man weiß es ja nicht. Ne? Also man, ich freue mich. Man kann ja nicht immer alles auf dem Schirm haben. Und deswegen versuchen wir, alles auf euren Schirm zu bringen. Mit ein paar Zusätzen. Ja, wir wollen es ja nicht so ganz einfach hier haben. Nein, auf keinen Fall. Das klingt ja jetzt schon mega gut für uns. Es ist ja immer das gleiche Drama. Irgendwie müssen wir ja auch dafür bestraft werden. Und deswegen habt ihr jetzt direkt zwei Möglichkeiten. Zum einen seid ihr gefragt, schickt uns gerne Trailer, von denen ihr glaubt, die sind so abstrus, die sind so irre, die sind so wild, die sind so bescheuert, die sind so what the fuck. Die müsst ihr euch anschauen. Schickt sie gerne an uns. Adresse findet ihr unten im Beschreibungstext. Und ansonsten dürft ihr auch bestimmen, welchen Film wir aus diesen Trailern uns hier anschauen sollen. Ja, also in voller Länge. In voller Länge. Also wir machen eine Watchparty mit irgendeinem Film, der hier gezeigt wird. Wir wissen nicht, welcher es ist. Ihr dürft es frei entscheiden. Und ich hoffe, es wird nicht der Allerschlimmste. Aber es ist eure Entscheidung. Ja, wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen und schauen uns den ersten Trailer an, der auf einen wirklich aussagekräftigen Titel hört. Und ich glaube, anhand dieses Titels müssen wir auch gar nicht mehr irgendwie große Fragen stellen. Ich glaube, das wird jetzt schon die Wahl zwischen Pest und Cholera am Ende, welchen Film wir dann gucken können. Aber ich gehe mal offen ran an das Projekt, frag mich manchmal, wie ich hier gelandet bin. Aber gut, dann Trailer ab, würde ich mal sagen. Trailer ab. Also ich finde auch, Cocaine Shark sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. I was working for a kingpin named Garisco. Tons of mafia drug. Oh, okay, das finde ich gut. Also, was? Es macht es noch billiger. Alter! Was ist das, ein Languste? Und da haben wir wieder die absolute Creme de la Creme an Billigdarstellern. Und dieses Make-up sieht auch gut aus. Oh, wow. Alter, sind die Blitze hier ernst? Nein, das ist Absicht. Das ist wie bei... Alter. Das ist bestimmt ein Asylum-Film. Also es kann eigentlich nichts anderes sein. Komm, das, sowas findest du gut. Das ist nicht mit Absicht. Komm, wir müssen fertig werden. Cocaine Shark. Ich habe jetzt nicht einen Shark gesehen. Was soll das? Das war eine Languste mit Fühlern. Das war doch ein Hammerhai. Du hast doch den großen Kopf. Mit Beinen. Daniel, er hatte sehr viel Kokain konsumiert. Vielleicht hat das was mit seinem Körper gemacht. Also, wenn du genug kokst, wachsen dir zwei Beine. Kann ich nicht beurteilen. Keine Erfahrungswerte, aber bei ihm ist es vielleicht so. Ich glaube auch nicht, dass alles in diesem Film realitätsgetreu ist. Das war doch kein Hai, das war irgendeine Schabe oder irgendwas Billiges. Also, beziehungsweise vielleicht hat die Languste ja auch Kokain. Vielleicht hat die, au, oder ein Hammerhai hat auf Koks mit einer Languste gebumst. Und das ist das Ergebnis. Das wird dann das Prequel später. Also Cocaine Shark. Abomination of Cocaine Shark. Ich möchte jetzt einen anderen Film mehr angucken. Okay. Oh, Turbine Medien, sehr gut. Hast du eine alte Rechnung zu begleichen? Hat man dir schon wieder die Braut ausgespannt? Dann hol das Söldnerkommando. Das Söldnerkommando. Spitzenfilm. Du kennst den, ich ja? Ich kenne ihn, ja. Das Söldnerkommando ist wieder da. Als exklusive Blu-ray-Weltpremiere. Brauche ich. Muss ich haben. Und einer ordentlichen Salve Extras. Ach du Rübezahl, du Dicker. Ach du Rübezahl, du Dicker. Als Gewalt im Kino noch groß geschrieben wurde. Wer erinnert sich nicht an die schöne Zeit, als Gewalt im Kino noch groß geschrieben wurde? Guck mal hier, Kalkofe, Brand, Lehmann. Bei diesem Programm heißt es Ruckzuck fresse dick. Den gebrauchten Lutscher ans Hemd kleben, du Bratenbengel. Also, liebe Freunde, wenn ihr mir Gefallen tun wollt, dann hätte ich hier eine perfekte Auswahl. Du kennst den nicht. Ich kenne den nicht, aber jetzt habe ich eine Frage, Daniel.
Das ist es von der Synchro so wie bei Die Zwei mit Roger Moore und Tony Curtis, dass das erst im Deutschen so albern wurde? Ich weiß nicht, ob es im Englischen so albern ist. Ich habe den auf Englisch nie gesehen, weil wenn man sich diesen Film angeguckt hat, dann hat man sich den nur angeguckt aufgrund der deutschen Synchro. Aber du musst schnell sein, hast du gesehen, es gibt von der VHS-Edition nur 500 Stück. Die musst du jetzt schnell bestellen, wenn du eine haben willst. Der Finger ist eigentlich schon... Wir müssen kurz unterbrechen, Daniel. Längst auf dem Bestellbutton. So, nee, also den muss ich mir auf jeden Fall holen. Den hole ich mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wäre schade, wenn wir den nicht im Regal zu Hause hätten. Ja, ja. So, dritter Trailer. Oh Gott. Titanic. Titanic 2? Titanic 2. Titanic 2? Wir sind jetzt tief unter den Decks. Hä? Ist eine Serienkillerin auf der Titanic? Ich habe ein mieses Gefühl. Kommt hervor! I have a bad feeling about this. Volkan, Captain Rhodes. Titanic als Horrorfilm? Why not? Kann ja nicht immer Ich bin der König der Welt sein. Die tödlichste Reise der Geschichte? Niemand von uns steuert. Niemand tut es. Aber guck mal, der sieht eigentlich für eine Asylum-Produktion sieht er echt ein bisschen besser aus. Also wenn du jetzt mal das vergleichst mit Cocaine Shark. Cocaine Shark sah absichtlich so aus. Na, aber das war, also jetzt mal ehrlich, das ist ja richtig Aufwand hier. Guck mal, das Bild. Das sieht gut aus. Also aber warum sollte man denn noch mal mit der Titanic losfahren? Wer kommt denn auf die Idee, eine Katastrophe zu rekonstruieren? Nee, ich glaube. Titanic, warte, der Untertitel. 666. Ich dachte, da kommt sowas wie die Reise geht weiter oder so. Mit Jumpscares. Okay, es sind Dämonen an Bord. Diese Frau da, diese Besessene, die aussah wie Malin Ackerman in, keine Ahnung, in der B-Film-Version, ist dann jemand, der das Schiff zum Untergang bringen möchte. Also ich meine, was du sagst, wieso sollte man die Katastrophe rekonstruieren? Ich glaube, das will keiner. Ich frage mich nur, wer hat den Trottel ans Ruder gelassen, der es schafft, nachdem das erste Schiff schon gegen Eisberg gefahren ist, nochmal gegen Eisberg zu fahren? Das war doch die Dämonin bestimmt. Bestimmt will die das so wie bei Final Destination, weil sie sagten, ein Schiff, das Titanic heißt, darf nicht untergehen. Das muss auf jeden Fall gegen Eisblock ran. Ja, das ist die Logik von solchen Filmen. Und jetzt hör auf, über den zu reden, weil den will ich auf keinen Fall gucken. Ich möchte mit einem der anderen beiden gucken, weil das sah nicht nach einem Film für mich aus, wirklich nicht. Weil er jetzt so unheimlich ist. Ja, der war doch unheimlich. Also mal abgesehen davon, dass die Geschichte wirklich offensichtlich scheiße ist, Titanic 2. Ja, wir steigen nochmal auf ein Schiff, das sinkt. Ist es doch auch noch super. Okay, das ist spooky. Wir reden über einen Horrorfilm und hier fangen an, die Lampen zu leuchten. Und zu bitzeln. Wie in jedem guten Horrorfilm. Ich möchte nach Hause. Okay, also sie möchte nicht auf die Titanic, Kreuzfahrt ist nicht so ihr Ding. Söldnerkommando, bitte, Söldnerkommando. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen dieser drei Filme wir uns in voller Länge hier bei Kino oder Couch angucken sollen. Tut mir einen Gefallen und nehmt nicht Titanic 2, Titanic 666. Und wenn ihr noch andere coole Trash-Trailer habt, ich habe es lange geübt zu Hause, dann schickt sie uns sehr gerne an die E-Mail-Adresse, die hier jetzt eingeblendet ist. Es muss nicht Trash sein, also sowas wie After Passion und so ist... auch Trash, aber das ist ja nun mal hochwertiger Trash. Also willst du After Passion ausschließen? Nein, ich will nicht After Passion ausschließen. Ich sage nur, ihr dürft auch gern hochwertigeres nehmen als Asylum. Ja? Es soll halt nur abstrus, irre, what the fuck oder sonst irgendwas sein. Hauptsache, wir hocken hier und denken uns, wer zur Hölle hat das verbrochen und warum müssen wir uns das anschauen? Ja, wenn ihr das glaubt von einem Trailer, dann ist der vollkommen richtig hier und dann schickt ihn uns gerne hierher. Das ist ein und ansonsten, super Konzept für ein Format. Ansonsten schiebt alles aufs Söldnerkommando. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, ein Abo für Kino oder Couch dazulassen. Und wir freuen uns auf die nächste Watchparty mit euch. Tschüss. Tschüss.